Eurohand präsentiert den Futterautomat Evolution. Hinter dieser Klappe findet man die Steuereinheit, Tasten zur Bedienung und die Sicherung. Hinter der Klappe auf der Rückseite finden Sie das Batteriefach mit den entsprechenden Anschlüssen und die Schrauben für die Montage. Auf der Unterseite sehen Sie den Wurfteller, welcher sich durch die Rotation öffnet und das Futter auswirft. Hier sehen Sie die Montage für den Vorratsbehälter. Die Montage lässt sich durch Drehen abnehmen und schließt automatisch, um das Kirrgut im Behälter zu halten. Der Futterautomat wird mit einem Schutzgitter und diesem Auffangteller geliefert. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Achten Sie bei der Montage der Batterie auf die farblich gekennzeichnete Polarität der Anschlüsse. Stellen Sie zunächst die lokale Uhrzeit an Ihrem Gerät ein. Durch Drücken der P-Taste beginnt die Stundenanzeige zu blinken und Sie können mit den Pfeiltasten verstellen. Ein erneutes Drücken von P bringt Sie in die Einstellung der Minuten. Ein erneutes Drücken von P beendet die Bearbeitung und Sie können mit den Pfeiltasten den Menüpunkt wechseln. Unter Feed können Sie die Fütterungszeiten nach dem gleichen Schema wie die Uhrzeit anpassen. Nach Einstellung der Fütterungszeit werden automatisch die Einstellung für die Fütterungsdauer und die Drehgeschwindigkeit des Tellers abgefragt. Wenn Sie diese eingestellt haben, gelangen Sie zur zweiten Fütterungszeit. Sie können auf diese Weise bis zu 6 Fütterungszeiten einstellen. Das Schutzgitter wird mit 4 Schrauben an der Unterseite des Futterautomaten montiert. Unterhalb wird der Auffangteller mit den am Gitter befindlichen Scharnieren angebracht. Sobald diese montiert sind, kann ein Testlauf durchgeführt werden. Um den Vorratsbehälter zu montieren, nehmen Sie die Verschlussplatte ab und legen Sie sie auf den Behälter. Markieren Sie sich die Löcher und bohren Sie in den Behälter. Schrauben Sie den Behälter mit den mitgelieferten Schrauben an die Verschlussplatte an. Nun können Sie den Behälter durch einfaches Drehen am Futterautomaten befestigen. Der Verschluss öffnet sich durch die Drehbewegung beim Montieren automatisch und lässt das Kirrgut in den Automaten fallen.